Das WB-Gespräch von Willisauer Bott wird Ihnen präsentiert von der Mobiliar Generalagentur Willisau Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region und der GUT AG Gebäudetechnik. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum WB-Gespräch, im aktuellen Monatsinterview von Willisauer Bott. Am 1. Jänner hat er sein Amt als Stadtpräsident von Willisau angetreten. Jetzt, am Ende des Jahres, ist er unser Gast. Wir ziehen eine erste Bilanz und schauen ein bisschen voraus auf kommende Herausforderungen. Herzlich willkommen, André Marti. Danke für die Einladung. André Marti, Sie sind Ihr Amt mitten in einer Corona-Welle angetreten. Eins vom Jahr sind wir wieder gleich weit. Keine ideale Startbedingungen. Wie fest hat die Pandemie Ihre Arbeit behindert in diesem Jahr? Hat natürlich einen ganz grossen Einfluss gehabt, weil ein Start in ein neues Amt ist ja immer Kontakt mit den Leuten, die man dann zu tun hat. Und das war natürlich ein bisschen eingeschränkt in diesem Jahr. Auf der anderen Seite sind sehr viele Veranstaltungen nicht gesehen. Das hat uns natürlich auch ein bisschen Zeit und Luft gegeben, die Einarbeitungsphase auch zu gestalten und uns auch intensiv einzulesen. Aber es ist schon so, das Tagesgeschäft ist natürlich ganz stark geprägt auch von der Pandemie. Die Leute hatten Prioritäten ganz an anderen Orten gehabt und das hat es nicht ganz einfach gemacht. Sie sagen, das politische Amt lebt ja auch von der Öffentlichkeit und die Kontakte, die persönlichen, sind eingeschränkt gewesen. Haben Sie da Alternativen gefunden, wie man da die Leute hinbekommen ist? Natürlich hat man die Alternativen gesucht und auch gefunden. Direkter Kontakt mit den Leuten, direkt Vorstellung werden und nicht über Veranstaltungen, nicht über Gemeindeversammlung kommunizieren. Das hat man gesucht und gefunden und ich glaube, da ist uns der Einstieg auch entsprechend gelungen. Über die Sache, über die Themen, wo man dran ist, ist sowieso der beste Einstieg, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Es sind ja ganz viele Neulinge angestanden in diesem Jahr in der Stadt Willisau. Ein neuer Stadtpräsident, ein neuer Stadtamme, ein neuer Stadtschreiber. Hat sich das Team bereits gefunden oder gibt es da noch Reibungen? Nein, also wir haben uns sehr gut gefunden. Natürlich ist das ein bisschen gestaffelt vonstatten gegangen. Der neue Stadtrat hat im Anfangsjahr angefangen. Wir haben unsere Rolle, glaube ich, gut gefunden. Der Dani Bammert operativ, ich im Stadtrat strategisch und wir ergänzen uns auch gut, auch zusammen mit den bisherigen Stadträtinnen und Stadträten. Und gestaffelt sind jetzt natürlich auch in der Verwaltung noch die ein oder anderen Veränderungen gekommen. Der neue Stadtschreiber wahrscheinlich als zentralstes Element. Und auch da sind wir natürlich sehr dankbar, können wir auf eine Person zurückgreifen, die schon Erfahrung, grosse Erfahrung hat in dieser Position. Und das hilft uns Neulingen natürlich auch. Wichtige Neuling ist auch die Fusion mit der Nachbargemeinde, mit der ehemaligen Gemeinde Gätnau, die auf das Jahr in Kraft getreten ist. Wie steht es dort beim Integrationsprozess, wenn ich es mal so sagen darf? Vieles ist natürlich vor unserer Zeit gelaufen, diskutiert und vereinbart worden. Und die operative Zusammenarbeit, die operative Integration von dem neuen Ortsteil, die läuft meines Erachtens sehr gut. Wir haben in vielen Kommissionen, die auch politisch uns beraten und unterstützen, haben wir Gätnauer Vertreterinnen und Vertreter drinnen. Und das ist auch sehr, sehr gut angelaufen. Wo wir natürlich jetzt eine zeitliche Verzögerung haben, das ist wieder eine Pandemie geschuldet, ist in der Frage des Ortsteilvereins. Wir haben da nicht wollen, einfach über die Köpfe der Gätnauer Bevölkerung hinweg gestalten und einführen. Die Workshops, die wir dazu gemacht haben, die haben wir erst im Sommer und Herbst können durchführen. Und da haben wir jetzt noch ein bisschen zeitliche Verzögerung. Aber sonst ist das so wie gut gelaufen. Und etwas, was ja auch ein gutes Gespür ist oder ein guter Indikator ist, wenn es keine Rückmeldungen gibt, keine Reklamationen gibt oder nur sehr wenige, dann ist das eigentlich immer ein gutes Zeichen. Sie haben schon ein bisschen angedeutet, es hat dieses Jahr zweimal keine Gemeindeversammlung gegeben, das will ich so. Das erste Mal, glaube ich, weit in der Geschichte. Bedauern Sie das oder hat das die Arbeit vielleicht sogar ein bisschen erleichtert? Also ich persönlich bedauere das sehr. Natürlich ist es immer eine Arbeit, sich auf so eine Sitzung vorzubereiten. Und für mich, wenn es das erste Mal ist, noch ein bisschen eine spezielle Arbeit, ist ja logisch. Aber ich bedauere das sehr, dass es nicht so hätte laufen. Auf der anderen Seite haben wir auch jetzt nicht wirklich extremst umstrittene Geschäfte gehabt. Dort wäre es ja wichtig, dass die Diskussion stattfinden kann.
Und dann hat man auch müssen jetzt in der Pandemiephase Informationsveranstaltungen irgendwie organisieren. Und da hat das eigentlich sehr gut geklappt mit den Geschäften, die wir hatten. Aber ich freue mich dann schon darauf, dass wir diese Diskussionen wieder live und eins zu eins mit unseren Bürgerinnen und Bürgern führen. Ich nehme daraus, dass Sie an der Gemeindeversammlung an diesem Modell festhalten möchten. Es gibt ja andere Gemeinden in ähnlicher Grössenordnung, die jetzt schon auf Urnenabstimmung gesetzt sind. Ist das kein Thema im Moment? Ist in der Vergangenheit kein Thema gewesen, Gemeindeversammlung abzuschaffen. Und auch in der neuen Zusammensetzung vom Stadtrat ist das kein Thema. Wie das die Bevölkerung beurteilt, gehe ich davon aus, dass es auch kein Thema ist, weil man hört keine entsprechenden Vorstöße oder Ideen. Und ich finde es, wie gesagt, ein wertvolles Instrument für den direkten Austausch, auch direkte Einflussnahme der Bürgerinnen und Bürger. Es geht nie einfacher, weder direkt mit Anträgen und Ideen an der Gemeindeversammlung Einfluss nehmen können. Wieder ein anderes Modell wäre ja der Einwohnerrat, der in der Agglomeration, in der Stadt eingerichtet ist. Jetzt Ursiau zum Beispiel ein Thema ist, weil es auch zwischen 9'000 gegen 10'000 irgendeine Einwohner auf. Das ist im Moment auch noch kein Thema in der Öffentlichkeit. Ist das eine Überlegung, eine strategische vom Stadtrat? Nein, ganz klar nicht. Es macht vieles ja nur schwerfälliger, komplizierter. Natürlich in einer grossen Gemeinde macht das ab einer gewissen Grösse Sinn. Bei uns ist es eigentlich in dieser Grösse von noch nicht ganz 10'000 Einwohnern immer noch ein sehr gutes Instrument, über Gemeindeversammlungen zu arbeiten und nicht über ein Parlament. Weil es auch wächst, hat in den letzten Jahren eine rege Bautätigkeit geherrscht. Weitere Grossprojekte stehen da, also bei Wohnbauten Schweizermatt oder Bahnhofstrasse, später die ganze Wellis, das ganze Wellis-Areal. Es kommen auch Industriebauten werden ausgebaut, also läuft einiges. Wie stark will die Stadt wachsen und wie schnell kann man das oder will man das auch gezielt steuern? Ja, es ist immer die Frage, was will man? Das impliziert ja, dass es ein Willen ist und dass wir an dem arbeiten. Oder wie stark gestaltet man das Wachstum, das sowieso kommt? Wachstum ist ja immer auch Nachfrage getrieben. Wenn Willisauerinnen und Willisauer, vielleicht auch einheimische Junge, hier bleiben und Wohnraum brauchen, müssen wir diesen Wohnraum schaffen oder damit rechnen, dass sie dann abwandern. Also eine Nachfrage ist da, nach wie vor da. Und wir müssen reagieren, wenn wir die Nachfrage befriedigen wollen. Auf der anderen Seite ist natürlich ein Regionalzentrum immer auch spannend für grössere Immobilienprojekte. Das haben wir jetzt ein paar auf dem Tisch. Das sind dann vielleicht zum Teil auch angebotstriebene Wachstumsperspektiven. Wir haben Ideen, was man könnte auf diesen Areal realisieren könnte. Haben wir dann Nachfrage dazu. Es ist eine Mehrschichtung. Einfluss nehmen können wir selbstverständlich. Wir haben Visionen, wie Willisau sich entwickeln sollte, städtebaulich, gesellschaftlich. Und wir haben Instrumente, um das auch ein bisschen zu lenken. Und das machen wir natürlich auch. Willisau als Regionalzentrum soll sich weiterentwickeln, auch bevölkerungsmässig, aber natürlich auch städtebaulich. Und daran arbeiten wir, das werden wir auch weiter gestalten und lenken. Also eine Art des dosiertes Wachstum, wenn ich das jetzt richtig rausgespüre, nicht um jeden Preis. Absolut, ja. Es ist nicht so, dass man jetzt einfach das Heil in der Flucht nach vorne sucht. Aber man spürt, es ist ein Bedürfnis da, dass es weiterhin Wohnraum braucht. Wir haben auch Ideen, wo man die Innenentwicklung vorantreiben will. Und das sind gute Projekte, die uns auch helfen, unser Zukunftsbild auch entsprechen. Wachstum hat ja immer Einfluss auch auf die Infrastrukturen. Also nehmen wir jetzt beispielsweise, wo man sicher nicht eins zu eins mit Willisau vergleichen kann, aber da steht ja jetzt einiges an in Richtung Schulen, Altersheim, Verkehrsfrage speziell. Hat man das auf dem Radar, dass es eben hier noch Wachstum auch solche Fragen sich werden stellen? Ja, selbstverständlich. Und das ist auch ganz, ganz eine wichtige Aufgabe, die die Stadt muss übernehmen. Die städtebauliche Qualität ist ja das eine. Aber was heisst das gerade bei unseren Schulen? Da werden wir wahrscheinlich nicht um eine Schulraumplanung in den nächsten Jahren herumkommen, anzuschauen, was ist der Raumbedarf, was ist das Angebot der Schulen in Zukunft. Es sind auch Infrastrukturen betroffen.
Wasserversorgung, Abwasserinfrastrukturen und so weiter und so fort. Bis hin zu, was macht denn das künftige Wachstum mit unseren Gemeindefinanzen? Ist das, sind das mehr Steuererträge oder sind es mehr Kosten? Und das müssen wir genau unter Beobachtung halten. Das ist auch eine Aufgabe, die die Stadt muss übernehmen und das werden wir auch übernehmen. Da schauen wir bei jedem Projekt natürlich genau her. Eines der drängendsten Probleme oder der Herausforderungen ist sicher der Verkehr. Nicht nur in Wilisau, aber insbesondere jetzt auch. Sprich vor allem die Situation in der Etiswilerstrasse, die inzwischen wirklich sehr Ärgernis ist. Wie ist der aktuelle Stand der Dinge? Es ist ja dort ein Ausbau vom Kreisel geplant, aber die Leute sagen, es geht einfach nicht. Ja, Verkehr ist natürlich eine von den Auswirkungen, die man immer muss unter Beobachtung halten muss. Und Verkehr hat auch halt ein bisschen die Eigenheit, dass sie zum Teil oder ganz, wenn man Kantonsstrassen anschaut, nicht in unserer Hand liegt, die Weiterentwicklung. Also wir müssen den Umweg über das Bauprogramm vom Kanton nehmen und es wird nicht alles hier bei uns entschieden, wie unsere Strasseninfrastruktur aussieht. Das ist halt ein bisschen ein Nachteil, das macht es extrem träge halt. Und da wünscht man sich, dass es schneller vorwärts geht. Es sind halt auch unterschiedliche Ideen rum. Jeder ist Verkehrsexperte, jeder hat eine Idee, wie man das besser und anders und schneller lösen könnte. Aber wie gesagt, das müssen wir als eine von den Auswirkungen bei allen Bauprojekten auf dem Radar behalten. Und da sind wir an verschiedensten Ebenen dran am Arbeiten, sei es an Kurzfristlösungen, wie auch an Langfristlösungen, wie können wir dieser ganzen Thematik begegnen. Wunder darf man keine erwarten. Wie gesagt, es ist leider nicht alles in unserer Hand und leider nicht alles kurzfristig möglich. Also konkret ist es so, dass es nicht irgendein Termin starten. Das ist immer noch Sache der Verhandlung, oder wie ist das noch? Wenn man konkret den Kreisel anspricht, bei den Wellis, das ist ein Bauprojekt, das sich jetzt halt leider ein bisschen verzögert hat, aber voraussichtlich im Mitte 2022 sollte der Bau starten dort. Das bedeutet natürlich dann eine Bauphase, die vielleicht nicht ganz so einfach wird, aber man erhofft sich natürlich, dass dann nach der Bauphase eine Entlastung wird stattfinden. Wilisau definiert sich ja als Regionalzentrum. Er bringt dafür auch einige Leistungen. Was kommt statt als in Anführungszeichen Gegenleistung über? Was bringt eine Funktion als Regionalzentrum auch für das Zentrum selber? Ja, auf unterschiedlichsten Ebenen bringt das natürlich uns etwas zurück. Wenn wir jetzt mal die Stadtverwaltung anschaut, wenn wir gut aufgestellt sind, können wir auch Dienstleistungen für Nachbarsgemeinden übernehmen. Machen wir ja heute schon mit einem regionalen Steueramt und so weiter. Also, wenn wir da gut aufgestellt sind, können wir das auch in Zukunft ausbauen. Das heisst, grössere Abteilungen heisst auch spezialisierte Leute, die das auch fundiertere Ausbildungen und mehr Erfahrung haben. Das wird insgesamt auch effizienter und professioneller. Als Regionalzentrum auch für die Einwohnerinnen und Einwohner heisst das natürlich ein besseres Angebot, sei das in Sachen Sport, Kultur, Freizeit. Da haben wir natürlich auch für unsere Bevölkerung ein besseres Angebot, nicht nur für die Bevölkerung der Region, das nützt uns ja auch vor Ort. Also da ist weiterhin die Wichtigkeit sehr hoch, die Weiterentwicklung als Regionalzentrum, das steht auch ganz prominent in unserem Legislaturprogramm drin. So ein bestrittenes Zentrum von Wilisau ist ja die wunderschöne mittelalterliche Altstadt, wo haben wir können feststellen, dass die Corona-Zeiten zunehmend auch zu einem touristischen Anziehungspunkt geworden ist. Auf der anderen Seite wird im Städtli gewohnt und geschafft. Das gibt immer wieder auch Zielkonflikt. Was ist das Konzept von der Stadt oder inwieweit kann die Stadt die Entwicklung von dem Städtli überhaupt beeinflussen? Wir können relativ direkt beeinflussen, dass es baulich von der Bausubstanz erhalten bleibt. Das machen wir auch mit der Baukommission Ortskern und der Denkmalpflege zusammen. Aber das ist natürlich nur die Hülle, was wir weniger gut beeinflussen können, was in dieser Hülle drin passiert. Und da sind von Grundeigentümern, Liegenschaftsbesitzer, Laden- und Gastrobetreiber, Bewohnerinnen und Bewohner vom Städtli, das sind alle gefragt, bis hin zu Besucherinnen und Besuchern, die ein Angebot suchen und hoffentlich auch finden in dem Städtli. Und das ist ein Prozess, wo wir aktiv angehen. Man kann das einfach passiv passieren. Wir wollen es jetzt aktiv angehen, weil es ist angesprochen gewesen, was hat man für ein Zielbild für das Städtli. Das ist, wer man fragt, ein unterschiedliches Zielbild.
Und wir müssen versuchen, ein gemeinsames Zielbild zu bekommen. Und dann können wir mit den allen Akteuren zusammen auch an diesem Zielbild arbeiten. Und sonst verfolgt jeder seine eigenen Ideen. Das ist etwas, wo wir aktiv angehen wollen. Die Stadt zusammen mit dem Gewerbeverein und Willisau Tourismus als die wesentlichsten Akteure nehmen wir natürlich dann auch alle anderen relevanten Akteure, gerade insbesondere Liegenschaftsbesitzerinnen und Besitzer, an den Tisch und diskutieren das. Und da haben wir das Ziel, dass wir im nächsten Jahr zu einem Zielbild kommen. Anderes Thema in diesem Zusammenhang sind ja immer die ganze Parkplatzfrage, jetzt nicht nur in der Altstadt. Da ist eine Initiative von der SVP hängig. Es ist eine Kommission, die einen Gegenvorschlag ausarbeitet. Wie ist da der Stand der Dinge? Der Vorschlag ist auf der Zielgeraden. Wir gehen davon aus, dass wir in der Gemeindeversammlung, hoffentlich gibt es dann eine im Frühling, dass wir in der Gemeindeversammlung da einen Gegenvorschlag präsentieren können. Ob dann die Initiative zurückgezogen wird, da gehen wir auch davon aus, dass das so ist, dass dann die Bevölkerung über den Gegenvorschlag abstimmen kann. Was sind sonst noch, sagen jetzt Altstadt, haben wir erwähnt, Parkplatzfrage, sagen die zwei, drei wichtigsten Ziel für das nächste Jahr, das der Stadtrat in Angriff nimmt? Die Schwerpunkte für das nächste Jahr und auch die folgenden Jahre kann man ja im Budget und im Aufgabenfinanzplan entnehmen. Das sind ja natürlich vieles bauliche Fragen. Wir haben Investitionen anstehen in die Strasse, in die Wasserversorgung. Wir haben ein Schulhaus, Schloss 1, das renoviert werden soll. Wir haben auch strategische Arbeiten und Denkübungen, die wir machen in den Sportanlagen. Da haben wir auch noch ein paar Pendenzen zu lösen mit Rasenplätzen und Freibad. Dann sind wir auch dran, das ganze Angebot fürs Wohnen und Leben im Alter zu überprüfen. Angebots- und betriebsübergreifend unsere Altersheime, Zopfmatt und Breite zusammen mit der Waldruhe und den involvierten Organisationen wie Spitex, Prosenektute und so weiter und so fort. Also da stehen relativ viele auch Denkarbeiten an. Und ja, da haben wir natürlich auch innerbetrieblich noch ein paar Aufgaben uns selber gestellt. Gewissen sind wir schon dran und haben sie auch schon umgesetzt. Eine Umstrukturierung vom Bauamt zum Beispiel. Wir sind gerade aktuell am Sportzentrum dran. Digitalisierung ist auch ein grosses Thema, wo wir innenbetrieblich natürlich noch ein paar Herausforderungen für die Zukunft haben. Also es läuft relativ viel nächstes Jahr, aber auch in den folgenden Jahren wird uns die Arbeit ganz sicher nicht ausgehen. Dann zum Schluss, wir sind ja am Schluss auch von einem Jahr. Stadtpräsident André Marti, wenn Sie einen persönlichen Neujahrswunsch dürften äußern, hätten Sie jetzt die Gelegenheit, dass der Böttu Hörerinnen und Hörer mitzuteilen? Ja, also ich wünsche mir natürlich, dass das aktuell alles beherrschende Thema ein bisschen in den Hintergrund rutscht, weil ja, es beherrscht unseren Alltag, es behindert relativ vieles, aber was für mich ganz zentral ist, es hat einfach einen Keil in unsere Gesellschaft hineingetrieben. Und das wünsche ich mir schon, dass wir die Wunden, die da aufgerissen worden sind, im nächsten Jahr wieder ein bisschen heilen können. Ich glaube, diesen Wunsch können wir uns alle anschließen. Herzlichen Dank, André Marti. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war es, das letzte WB-Gespräch von diesem Jahr. Danke für Ihr grosses Interesse. Hoffentlich bleiben Sie uns auch im nächsten Jahr treu. Ich wünsche Ihnen im Namen des ganzen Böttu-Team alles Gute, einen guten Start ins neue Jahr, viel Freude und vor allem Gesundheit. Das WB-Gespräch vom Willisauer Boot ist Ihnen präsentiert worden von der Mobiliar Generalagentur Willisau Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region und der GUT AG Gebäudetechnik.